Leute, mal ganz im Ernst, was wollt ihr denn mit noch mehr Geld? Ja? Davon kauft ihr doch eh noch irgendeinen Schnickschnack, neue Felgen oder sonst was? Das Geld bei mir doch viel besser aus. Warnstreik-Spektakel der IG Metall vor dem Hochzeitshaus. Mit einer inszenierten Unternehmerparodie setzt die IG Metall ihren eigenen komödiantischen Akzent zur Tarifrunde 2015, wohlwissend, dass sie hemmungslos überzeichnet. Ja, und der Karneval vorbei ist. Und Spaß beiseite, wie sieht die Wirtschaft im Weserbergland die Ausgangssituation zur neuen Tarifrunde? Wir lassen nach der Spaßfigur einen realen Unternehmer zu Wort kommen, den Sprecher der ADU, Jürgen Lohmann aus Emmertal. Die Forderung der IG Metall hier gestern vor dem Hochzeitshaus in Hameln, war das ein Paukenschlag, der eine Kampfansage ist für die Metallindustrie hier im Weserbergland? Ich kann mich als ADU-Vorsitzender nicht zu einzelnen Branchen oder Tarifabschlüssen oder Tarifforderungen äußern. Das kann ich einfach aus der Neutralität heraus nicht tun. Ich kann aber sehr wohl sagen, dass wir bei Tarifverhandlungen jedes Jahr immer natürlich wieder darauf achten müssen, dass die Leistungsfähigkeit der Unternehmen vor Ort hier bei uns im Weserbergland berücksichtigt wird und dass eben diesbezüglich regionale Aspekte ganz besonders wichtig sind, wenn es nachher um die Abschlüsse geht. Die Situation der Unternehmen, mal allgemein gesprochen, ist zurzeit eher, dass wir feststellen, ein wirkliches Wachstum ist zurzeit nicht in Aussicht. Der ADU hat ja eine Konjunkturumfrage gestartet, die sogenannte Frühjahrsumfrage, die jetzt dann zur Jahreshauptversammlung Mitte März veröffentlicht wird. Die einzelnen Ergebnisse kann ich noch nicht erwähnen. Ich kenne sie auch noch gar nicht. Es deutet aber einiges darauf hin, dass ein wirkliches Wachstum, auch wenn in kleinen Prozentsätzen, nicht gegeben ist. Es ist eher eine Seitwärtsbewegung, sicherlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber wir müssen zusehen, wie wir in das Jahr starten. Und nach 2,5 Monaten Mitte März können wir sicherlich mehr sagen. Und könnte man ja sagen, die Ausgangssituation ist gar nicht so schlecht. Der Euro kommt ja mit seinem niedrigeren Niveau vor allen Dingen der Exportwirtschaft entgegen. Außerdem ist ja auch die günstige Ölpreissituation etwas, was den Geldumlauf noch befördert. Ja, sind drei Aspekte, die Sie angesprochen haben, die wir natürlich auch sehen. Einerseits, der Euro ist für die Exportwirtschaft natürlich günstig. Das merken wir auch in der Industrie, dass wir Exporte in den Dollarraum besser bezahlt bekommen. Ja, der Ölpreis ist gewesen. Man orientiert sich da mal an dem Einkaufspreis des Barrel. Das waren nachher mal 40 Dollar. Mittlerweile übrigens wieder auf 60 Dollar und darüber. Das heißt, vielleicht ist das Tal durchwandert und wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Man sieht das ja vielleicht auch an den Tankstellen. Es ist so ein bisschen Tagespolitik, die Sie ansprechen, und eine Tagessituation. Unternehmen und Investitionen orientieren sich sehr häufig an Zukunftsperspektiven, an Aussichten, die Unternehmer vermuten, dass sie in den nächsten 1-2 Jahren relevant sind. Und da ist eben Vorsicht geboten. Wir wissen, dass die Euro-Krise noch lange nicht vorbei ist. Auf die EZB komme ich gleich nochmal zu sprechen, dass die Ukraine-Krise, die zurzeit relativ geringen Einfluss auf unsere wirtschaftliche Tätigkeit hat, wissen wir nicht, wie sie weitergeht. Wir haben mit einem Herausforderungen zu tun, Flüchtlinge aufzunehmen. Auch das werden wir alles anfassen in diesen Monaten oder in diesen Tagen sogar ganz aktuell. Insofern ist es eher die Aussicht, was kommt eigentlich in einem halben Jahr, in einem Jahr. Und da sind wir eben schon vorsichtig an verschiedenen Stellen. Und das muss sich natürlich dann nachher in den Tarifen der Verhandlungen nachher auswirken. Das wird sich in verschiedenen anderen Entscheidungen für Investitionen auswirken. Vorsichtig ist das Stichwort. Und trotzdem leicht optimistisch kann ich sagen, das ist eigentlich der Jahresstart, den wir zurzeit erleben. Wird in den Management-Etagen der Unternehmen hier im Weserbergland also auf Sicht gefahren?
In gewisser Weise schon. Das ist einerseits die Beschäftigungssituation. Wir sind relativ vorsichtig bei Neueinstellungen. Wir haben Zeitverträge, sicherlich, das ist ein Instrument der Anpassung. Es wird sicherlich nicht zu Abbaumaßnahmen kommen, das sieht danach zurzeit nicht aus. Aber es ist eben vorsichtig. Der Auftragseingang, auch industrieweit in Deutschland, ist eher eine Seitwärtsbewegung. Das bedeutet für den Unternehmer, ja, langfristige Investitionen werden wir anschieben, aber auf der mittelfristigen und auf der kurzfristigen Seite werden wir das eine oder andere vielleicht mal etwas vorsichtiger beginnen. Jetzt haben Sie einen Wunsch frei an die Gewerkschaften. Was wünschen Sie sich? Was ich mir als ADO-Vorsitzende für die verschiedenen Branchen in den Verhandlungen wünsche, ist das Augenmaß. Das Augenmaß auf beiden Seiten ist gefordert. Wir haben eine sehr niedrige Inflation. Eine Lohnerhöhung, eine Preiserhöhung muss sich immer orientieren an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Das heißt, Produktivitätssteigerungen müssen diese Löhne erwirtschaften. Das wissen beide Seiten. Ich hoffe sehr, dass beide Seiten darauf Rücksicht nehmen. Und darüber hinaus ist es so, dass wir die Lohnerhöhung nicht so sehr nur als monetäre Lohnerhöhung sehen. Wir haben auch sehr viele Strukturelemente in den Preisen drin. Das heißt, bei uns in der chemischen Industrie, Demografiefonds, in anderen Industriezweigen sind es eben andere Elemente, die eine Rolle spielen, Prämiensysteme, Tarifstaffelungen oder eigene Preisgestaltungen für Jugendliche oder Auszubildende in ihren Vergütungen. Können Sie sich eine Alternative zur klassischen Tarifverhandlung vorstellen, etwa über alternative Leistungsanreize? Sicherlich. Verschiedene Branchen haben ja ganz unterschiedliche Modelle. Wir sehen ja, dass die Tariflandschaft gewerkschaftlich und arbeitgeberseitig regional strukturiert sind. Das heißt also, wir haben ja schon Rücksicht genommen auf regionale Unterschiede in unseren jeweiligen Organisationen. Und innerhalb der verschiedenen Regionen und der unterschiedlichen Branchen gibt es ganz unterschiedliche Elemente. Ich komme nun mal aus der chemischen Industrie, also fühle ich mich da ein wenig sicherer, darüber etwas zu sagen als Arbeitgeber. Wir haben bis zu 26 einzelne Elemente in den Tarifen, wo wir anpassen können, wo wir nach oben und nach unten flexibel sein können. Dazu gehören auch Prämiensysteme, ganz verschiedener Art und auch für ganz unterschiedliche Gruppen von Arbeitnehmern, ob nun jüngere oder ältere, das wird berücksichtigt. Das ist in vielerlei Hinsicht in Richtung Gesetzgebung auch schon Vorbild gewesen, denn viele Elemente, die wir in unseren Tarifverträgen haben, sind nachher auch teilweise Gesetzescharakter geworden. Und von daher gesehen bin ich ganz zuversichtlich, dass diese Flexibilität uns auch künftig weiterhilft. Übrigens ein ganz gutes Beispiel, es gilt für alle Branchen, ist unsere Krise 2008, 2009, die nur so, wie wir sie gemeistert haben hier in Deutschland, aufgrund der Tarifparität, der Ausgeglichenheit der Tarifparteien gelungen ist. Denn da haben wir alle an einem Strang gezogen und wir wussten genau, dass wir hier gegenseitige Unterstützung und Hilfe brauchten und haben darauf reagiert. Und das finde ich schon in der Bundesrepublik, aber eben auch in Europa und weltweit ein einmaliges System. Das ist an verschiedenen Stellen ausbaufähig, vielleicht auch was Flexibilität betrifft. Und darin liegt vielleicht dann auch ein bisschen Modernität oder Modernisierung, sage ich mal so.